Ja, servus Freunde, herzlich willkommen auf dem Cardano-Kanal. Wie jede Woche auch heute natürlich wieder die aktuellen News. Diese Woche halten sich die News eher in Grenzen, trotzdem habe ich ein paar spannende gefunden, also bleibt auf alle Fälle dran. Wenn euch diese wöchentlichen Videos über Cardano-News gefallen, dann abonniert doch bitte meinen Kanal oder lasst mir einen Daumen hoch da als Unterstützung, das würde mich sehr, sehr freuen. Und jetzt starten wir direkt ins Video. Wir befinden uns in Epoche 3149. Es sind 68% aller umlaufenden Ether gestaked, um das Netzwerk abzusichern. Die ersten aktuellen News betreffen wieder mal Milkomeda, eines meiner Lieblingsprojekte auf Cardano, ein wirklicher Innovationstreiber. Und die haben diese Woche verkündet, dass Chat auch auf Milkomeda kommt. Wer Milkomeda nicht kennt, Milkomeda ist eine Sidechain von Cardano, auf welcher man Ethereum-kompatible Apps entwickeln kann. Unter anderem Milkomeda gibt es auch mittlerweile schon auf Algorand und die versuchen hier eben durch diese Sidechain unterschiedliche Blockchains miteinander zu verbinden. Und Jet wird auf Milkomeda ein nativer Token werden, bedeutet, das ist kein Bridge von Cardano zu Milkomeda, sondern Jet wird dann direkt auf Milkomeda gemintet werden können. Also schon mal anfänglich sehr, sehr positive News für Cardano. Als nächstes haben wir einen Tweet von eutxo.org, das ist so ein Cardano Explorer, bedeutet, mit dem kann man nachschauen, was sich auf der Cardano Blockchain so tut und das in Echtzeit und auch sehr schön grafisch aufbereitet. Also wenn ihr vorbeischaut auf eutxo, dann sieht das ungefähr so aus und hier sieht man eben direkt die aktuellen Blöcke, welche transferiert werden bzw. validiert werden im Cardano Netzwerk und ganz besonders interessante Blöcke, die werden hier gehighlightet von diesem Entwickler von eutxo. Und hier haben wir ein sehr imposantes Beispiel diese Woche, nämlich wurden 405 Millionen Ether in einem Block transferiert. Wer denkt hier, wahrscheinlich war das eine Exchange? Und diese 405 Millionen Ether wurden zu einer Gebühr von $5,60 übertragen. Und mit diesem EUTXO Explorer will der Entwickler hauptsächlich zeigen, wie komplex so eine Transaktion im Cardano-Netzwerk sein kann, da ja oft kritisiert wird, dass Cardano nur wenige Transaktionen pro Sekunde verarbeiten kann. Aber eben hier sieht man ganz grafisch eindrucksvoll, wie viele Tokens und Transaktionen in so einem Block passen. Wollte ich euch nur mal gezeigt haben, wir starten weiter mit den nächsten News und zwar Emurgo. Die haben ja einen Hackathon angekündigt für 2023 und bei einem Hackathon geht es darum, dass Entwickler Produkte für das Netzwerk entwickeln sollen und die besten Produkte dann belohnt werden. Dieser Hackathon von Emurgo findet statt von 1. Mai bis 23. Juli 2023, bedeutet, der startet sehr, sehr bald. Also wenn jemand von euch dabei sein will, der kann sich hier informieren auf dieser Homepage von Emurgo. Und das Besondere an dem Hackathon ist, dass 2 Millionen Dollar hier ausbezahlt und investiert werden an die Entwickler. Dieser Hackathon bezieht sich auf drei Kernpunkte, welche entwickelt werden soll, nämlich Derivate-Produkte, also eigentlich Finanzprodukte. Das zweite sind Aggregatoren. So Aggregatoren sind eigentlich so Zusammenfasser. Bedeutet, man kann hier viele unterschiedliche Daten mit einem Interface zusammenfassen und eben interagieren damit. Zum Beispiel, wenn es mehrere NFT-Marktplätze gibt, könnte es einen Aggregator-Marktplatz geben, der alle Angebote von allen NFT-Marktplätzen anzeigt. Das wäre zum Beispiel ein Aggregator im NFT-Sinne. Und der dritte Punkt ist Zero Knowledge. Zero Knowledge ist eine kryptografische Herangehensweise, um Skalierbarkeit zu erreichen, aber auch Privatsphäre, Identitätsnachweise etc. Und diese Technologie wird eben bei den führenden Layer 1 Blockchains eingesetzt, um eben diese Punkte zu erreichen. Diese Zero-Knowledge-Technologie ist sehr interessant, da eben Dinge verifiziert werden können, ohne dass das Gegenüber Informationen dazu bekommt. Deshalb auch Zero-Knowledge. Also falls hier ein Entwickler zuschaut, dann soll er auf alle Fälle diesen Emurgo Hackathon auschecken. Im Winken hier, wie gesagt, sehr, sehr hohe Preisgelder. Hier noch die Jury. Unter anderem Frederik Krieger, der CEO der Cardano Foundation und auch andere hohe Tiere, wie zum Beispiel Lars Brynjes oder auch Ken Kodama, der Gründer und CEO von Emurgo. Also wir dürfen gespannt sein, was hier bei diesem Hackathon alles an Innovation hinten rauskommt. Dann haben wir als nächstes News von Atala Prism. Atala Prism ist eine digitale Identitätslösung von Cardano. Natürlich eine SSI-Lösung, also eine Self-Sovereign Identity. Aber wer mehr dazu
dazu wissen will, dazu habe ich ein eigenes Video gemacht. Und in einem kürzlich veröffentlichten Video von Charles Hoskinson hat er gesagt, dass es hier eine große Open Source Foundation gibt, die Atala Prism benutzen will, also einsetzen will. Welche Open Source Foundation das ist, das weiß man noch nicht, das hat er noch nicht gesagt. Aber er sagt, dass diese Firma helfen wird, Atala Prism zu kommerzialisieren und man will das hier ausrollen auf mehrere Millionen Benutzer dieser Open Source Foundation. Also wir dürfen sehr gespannt sein, wer oder was. Das ist auf alle Fälle ziemlich spannend. Vor allem auch deshalb, da diese digitalen Identitäten in naher Zukunft meiner Meinung nach eine große Rolle spielen werden. Als nächstes haben wir News von Paima Studios, die ja einen Web3 Game Engine entwickeln, auf dem man eben leicht NFT-Spiele entwickeln kann. Und die haben sich jetzt hier zusammengetan mit Dead Pixels. Dead Pixels ist ein sehr bekanntes NFT-Projekt auf Cardano. Und die entwickeln ja diese Pixel Wars, also auch so ein Play-to-Earn-Spiel auf Cardano. Wollte nur erwähnt haben, Dead Pixels ist eines meiner Lieblings-NFT-Projekte auf Cardano. Dann haben wir News von Charlie 3. Charlie 3, dieses Oracle-Protokoll auf Cardano, das erste Oracle-Protokoll auf Cardano, das ja kürzlich seinen ersten Integrator gefeiert hat, nämlich Liquid Finance. Und die gibt es jetzt hier auf Y Finance zum Staken. Bedeutet, man kann jetzt den Charlie 3 Token C3 auf Y Finance staken für eine jährliche Rendite von 6,4%. Das Interessante ist hier die Länge dieser Farm, also wie lange man diese 6,4% bekommt, ist abhängig davon, wie viele dieser C3 Tokens gestaked werden auf Wi-Fi. Kalkuliert ist es mit 20% aller umlaufenden Tokens, dann würde diese Farm 6 Monate laufen. Werden weniger Tokens hier gestaked, dann läuft diese Farm länger und werden mehr Tokens gestaked, dann läuft sie kürzer. Aber die 6,4% bleiben gleich, das ist der neue Ansatz, aber auch sehr interessant für Leute, die eventuell diesen C3 Token halten. Ja, das war es eigentlich schon mit den News von Cardano. Jetzt kommen wir noch zu den On-Chain-Daten. Ich habe die mal so durchgesehen und das meiste ist unverändert bzw. nichts Besonderes. Etwas Interessantes, was ich dennoch gefunden habe, ja, diese historische Konzentration der umlaufenden ADA-Coins aufgeteilt zwischen Whales, Investors und Retail, bedeutet je nach Größe der Holdings und wird hier unterschieden zwischen diesen drei Gruppen. Und wir sehen hier, dass die Whales in den letzten Wochen wieder mehr ADA halten als in dieser letzten Bullenphase. Wir sehen hier in diesem Bärenmarkt von 2018 bis 2021 haben diese Whales immer weiter akkumuliert, hier in grün, bis sie etwa einen Höchststand von 10,4 Milliarden ADA gehalten haben. Und im Laufe dieses Bullenmarktes haben die dann immer weiter abgebaut, bis sie am Minimalstand nur mehr 509 Millionen ADA gehalten haben. Und jetzt sind sie hier wieder am Akkumulieren und halten mittlerweile wieder bereits über 2,8 Milliarden ADA. Also hier auf diesem Chart sehen wir, dass die Whales in den letzten Wochen und Monaten wieder mehr akkumulieren. Das Interessante ist, sie kaufen es hier mehr der nächstgrößeren Gruppe ab, nämlich den Investoren, und weniger dem Retail. Was auch ganz interessant ist hier, das Transaktionsvolumen in ADA gemessen hat hier in den letzten Wochen auch wieder zugenommen, wie wir hier in der blauen Linie sehen. Aber das mag jetzt nichts bedeuten, denn das hatten wir schon auch hier im März 22, wo wir auf sehr hohe Höhen gestiegen sind. Trotzdem eine Erwähnung wert. Die Hodler nehmen auch weiterhin zu, hier in blau eingezeichnet, also die Leute, die schon länger als ein Jahr halten. Währenddessen die Leute, die einen Monat bis 12 Monate halten, in grün eingezeichnet, hier sinken. Der Weekly Development Report, wir haben mittlerweile 1230 Projekte, die auf Cardano bauen und über 8,1 Millionen Native Tokens. 126 Projekte haben gelauncht und was spannend ist, hier wird erwähnt, dass Hydra weiterentwickelt wird in Vorbereitung auf den 0.1 Release. Wir hatten ja schon vor kurzem erwähnt, dass der erste Hydra Head auf dem Mainnet live gegangen ist. Also das so sehnsüchtig erwartete Hydra ist tatsächlich eventuell vielleicht dieses Jahr einsatzbereit. Ja, dann schauen wir uns wie jede Woche natürlich noch den ADA Chart an und hier beginnen wir mit dem Daily Chart. Interessant hier, diese Woche testeten wir diesen 100er Daily Durchschnitt in grün, wie man hier sieht, und konnten hier uns aber darüber halten. Wir sind mittlerweile beim RSI wieder in neutralen Niveaus, was positiv ist. Hier am Weekly Chart befinden wir uns weiterhin über dieser orangen 21er Durchschnittslinie, was für mich immer noch ein starkes Signal
einer möglichen Trendwende ist. Einen erneuten Absturz kann man natürlich niemals ausschließen, deshalb auch meine Dollar-Cost-Averaging-Strategie würde ich jede Woche hier erwähnen. Aber alles in allem sieht man hier, denke ich, schon sehr gut, dass wir im Bullenmarkt hier diese orange Linie als starke Unterstützung hatten und im Bärenmarkt hier ab November 21 diese orange Linie als sehr starke Resistance hatten, bis wir hier im Januar 23 darüber gekommen sind und uns nun mittlerweile über diese Linie halten können und diese Linie nun auch schon mehr oder weniger einen Boden hier bildet bzw. abflacht. Auch der MACD auf Wochensicht befindet sich immer noch in einer bullischen Formation. Also auch hier spricht nichts gegen die Trendwende. Ganz interessant wird jetzt unter anderem beim Monatswechsel von heute auf morgen, wie sich dieser Monatschart weiterentwickelt. Denn wir sehen hier vor allem im MACD auf Monatssicht, dass sich hier eine Trendwende beim Ether-Preis anbahnt, was natürlich auf diese lange Zeit gesehen sehr positiv wäre. Ja, das war's mit den News für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Kommentar oder ein Like da. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.